Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Es ärgert mich immer noch ein bisschen, dass ich das letzte Spiel verloren habe, weil auf jeden Fall super unnötig, hätte ich gewinnen können. War der bessere Spieler und ja, das eine Gegentor war leider geschenkt. Die anderen zwei, klar, ich kann auf jeden Fall noch besser verteidigen, aber ich glaube, die anderen, also das zweite Tor vom Gegner war definitiv Glück. Weil da habe ich ja den Pass oder Schuss geblockt und er bekommt dann einfach die zweite Chance. Das dritte Tor war ganz gut rausgespielt von ihm, aber auch da war ich eigentlich dran. Aber naja, ich will jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall weiterhin versuchen, mein eigenes Defensivspiel erstmal zu verbessern. Ich weiß auch, dass ich in der Offensive noch lange nicht alle Möglichkeiten ausschöpfe. Aber ich habe auch generell eigentlich nicht so sehr damit gerechnet, dass FIFA 18 so viel anders ist als FIFA 17, weil FIFA 16, da gab es ja, also da war das Lager ja richtig krass gespalten. Für mich war FIFA 16 auch das schlechteste FIFA bisher. Vom Spielgefühl her, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es war auch eine absolute Hassliebe. FIFA 17 fanden fast alle gut. Also da hat man wirklich sehr viele positive Kritiken gehört vom Spielverhalten her. Und deswegen habe ich gedacht, okay, EA wird wohl nicht so viel ändern bei FIFA 18. Aber tja, die haben es doch ziemlich krass anders gemacht. Ich denke mal, das machen die. Erstens, weil sie denken, das wäre dann geiler, das Spiel, aber ich denke vor allem halt, ach hier, das ist mein Auswärtstrikot von den zwei neuen Trikots, die ich habe, aber ich denke, die machen es halt auch aus dem Grund, um so ein bisschen die Competition zu verändern bei den Top-FIFA-Spielern, weil wenn es jedes Jahr gleich wäre, dann wäre es ja auch, denke ich, sehr, sehr schwer für neue, ambitionierte Spieler nach oben zu kommen, sage ich mal, weil dann logischerweise diejenigen, die seit Jahren spielen, ja jedes Jahr, wenn, also wenn das Spiel sehr ähnlich ist, können die ja einfach jedes Jahr Feinheiten verbessern und sich immer besser auf das Spiel einstellen. Wenn es aber halt jedes Jahr ziemlich unterschiedlich ist, das Spielverhalten, dann muss halt jeder Spieler, auch die ganz guten Spieler, müssen dann sich immer wieder komplett neu einstellen. Logischerweise hat es so ein Top 100 Spieler deutlich einfacher, sich an ein neues Spiel zu gewöhnen als ein Einsteiger oder jemand, der halt nicht so gut spielt. Aber es ist halt trotzdem ein Unterschied, ob man jetzt jedes Jahr fast das gleiche Spiel hat oder halt, wie es momentan ist, jedes Jahr ein anderes oder zumindest ein ziemlich Unterschied. Also FIFA 16 zu FIFA 17, Riesenunterschied. FIFA 17 zu FIFA 18, Riesenunterschied. Ach, abseits. Also wir spielen halt hier letzte Liga, ne? Liga 10 und es ist schon total tough. Das ist echt. Ja, es erinnert mich an FIFA 16. Es erinnert mich an FIFA 16, ohne Scheiß. Zumindest von der Schwierigkeit her. Das haben wir gut gemacht. Ich würde jetzt zwar sagen, dass es sich noch nicht so scheiße, oder dass ich noch nicht der Meinung bin, dass es sich so kacke spielen lassen würde wie FIFA 16. Also FIFA 16 hat mir halt überhaupt gar nicht gefallen. Aber schauen wir mal. Schöner Fehler vom Gegner. Mann! Elfmeter. Ja, Elfmeter. Aber sonst hätte ich mit Palacio auch einfach zurückgelegt auf Saponara und das Ding wäre drin gewesen. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir den Elfer reinmachen. Ja, gelb ist okay. Aber sowas von eine klares Foulspiel. Ich werde es jetzt momentan erstmal immer so machen, dass ich nach links ziele und dann nach rechts schieße, also links antäusche und dann rechts schieße. Mal gucken, wie gut es klappt. Die Schüsse sind halt bisher ziemlich, also ich habe jetzt zwei Elfmeter geschossen, die waren beide relativ schwach geschossen, aber halt immer in die richtige Ecke. Hab zum Glück noch keinen Elfmeter bekommen. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie die Gegner am ehesten schießen, ob jetzt wieder viel in die Mitte geschossen wird oder sich eine Ecke ausgesucht wird. Ansonsten, ich glaube, ich wäre auch bei den ersten
Elfern erstmal in der Mitte stehen bleiben oder beim ersten zumindest. Oder doch eine Ecke auswählen. Ich bin mir unschlüssig. Okay. Okay. War nicht gut verteidigt, hätte ich besser verteidigen können. Versuche mir das jetzt auch immer so ein bisschen nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ob es gut oder schlecht war. Weil ich glaube, dann kann ich mich auch einfach selber besser darauf einstellen. Weiß ich nicht, warum er den reinlegen will. Ich wollte den eigentlich ins lange Eck schießen und der versucht ihn mit rechts reinzulegen. Also wollte ihn von alleine so ein bisschen schlänzen, das habe ich nicht verstanden. Aber ich muss echt jedes Mal wieder umdenken. Ja, das war gut. Gut zugestellt. Ich muss jedes Mal wieder umdenken, dass ich nicht draufrenne, sondern abwarten, verteidige. Gerade wenn ich im Redefluss bin, ist es echt schwer. Mal bitte abgefälscht, mal bitte. Oh, Scheiße. Aber ich habe ihn auch geschlänzt, das war dumm. Es ist halt sowieso kein Spieler gewesen, der gut schießen kann. Also eigentlich hätte ich versuchen sollen, nochmal einen Stürmer oder sowas ins Spiel zu bringen. Aber es ist halt noch so ein bisschen Angewohnheit vom guten Team aus FIFA 17. Da schießt man in so einer Situation halt mit seinem Sechser. Das war auch gut verteidigt, meiner Meinung nach kein Foul. Das ist ja auch mein Inform, der Linksverteidiger. Da macht natürlich ein bisschen Action. Nichts. Ich will aufpassen, dass ich mit den trägen Spielern momentan ja nicht die allerschwierigsten Ballannahmen versuche. So, ich versuche mal zu Null zu spielen. Das wäre cool. Schöner Pass. Schuss war nicht der beste. Oh, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich natürlich etwas woanders hingerannt. Ah, genau das wollte ich zustellen und das ist halt so ein Ding, ne? Man kriegt es halt nicht immer zugestellt. Ich denke, ich habe mich ganz gut positioniert, aber es war halt nicht perfekt. Ich wollte wieder ins lange Eck schießen, flach, aber ich glaube, in solchen Situationen sollte ich lieber normal schießen oder versuchen nochmal mit einer Schusstäuschung zurückzulegen. Ach, schade. Oh, dieses kleine Schwänzel hinten dran bei Palacio, das ist so hässlich. Ja, Sprint-Taste gedrückt, das war dumm. Gut gemacht mit Gulam. Gegner rennt halt ziemlich aggro drauf. Also eigentlich müsste ich mir viel mehr Torchancen erspielen, so aggressiv wie der Gegner drauf geht. Aber wieder nicht direkt geschossen. Das war auch eine schwierige Annahme. Ich habe aber auch schon jetzt gehört, dass Annahmen wirklich schwieriger sind bei FIFA 18 und dadurch Annahmen viel häufiger verkackt werden. Hätte ich direkt weiterlegen müssen. Bin nicht zufrieden mit meinem Offensivspiel, worauf ich da eigentlich sollte ich darauf noch gar nicht weiter achten, aber der Gegner verteidigt halt, wenn ich davon ausgehe, wie das gute Verteidigen aussehen sollte,
Der Gegner halt viel zu aggressiv. Ich müsste das eigentlich besser ausnutzen, aber mach's leider bisher nicht so gut. Aber ich kann nicht gleichzeitig versuchen, meine Defensive drastisch zu ändern. Das ist halt wirklich sehr anstrengend. Und dann auch noch die Offensive super schön zu machen. Deswegen ist es eigentlich nicht so schlimm, wenn jetzt meine Offensive erstmal ein bisschen leidet. Hätte ich noch Strafe schießen müssen. Aber wie gesagt, Palacio hat eigentlich einen guten Schuss. Schön gemacht. Schade, dass der Ball nicht bei uns bleibt. Schade, dass der Ball nicht bei uns bleibt. Hätte ich aber auch besser rausspielen können. Ich glaube, man muss mir mal angewöhnen, wieder ein bisschen die Klärentaste zu drücken. Konnte leider keinen Konter einleiten. Hat er gutes Gegenpressing quasi gespielt. Hätte ich wahrscheinlich auch wieder anders spielen müssen, aber ja, wie gesagt. Elfmeter. Das ist ein Elfmeter, Freunde. Das war auf jeden Fall ein Elfmeter. Darf nicht versuchen, immer so bescheuert rauszuspielen. Gerade wo Verteidigen so schwer ist, dann lieber mal grob rausklären. Oh nein, bitte nicht lecken. Ja, leider leckt es jetzt. Ich denke, man sieht es auch. Ich hoffe, dass ich das Spiel hier über die Runden bekomme. Weil das Lecken nervt gerade. Das war dumm. Das war dumm vom Verteidiger, da konnte ich nichts machen. Hätte nicht sein müssen, das Gegentor. Größte Problem war hier, denke ich, einfach der Fehler von meinem Außenverteidiger, den ich nicht gemacht habe, sondern den einfach selber gemacht habe. So den Ball abzufangen, hat es nicht geschafft. Aber wie gesagt, ich hatte so viele Offensivmöglichkeiten zum 2-0 und mach's halt einfach nicht. Aber es gab auch noch eine Elfmetersituation, die nicht gegeben wurde, meiner Meinung nach. Och. Scheiß Lags, ey. Ich habe natürlich schon ewig auf Passen gedrückt. Wahrscheinlich wurde der Input gefressen vom Lag. Weiß ich nicht, warum ich so lange da in diese Richtung laufe, war dumm. Komm schon, brauch noch ein Tor, ey. Ich will nicht schon wieder hier nur Unentschieden. Was heißt schon wieder? Ich will nicht mein erstes Unentschieden spielen. In dem Spiel, wo ich wieder der bessere Spieler war und halt diese scheiß Abschlusschancen nicht nutzt.
Oh, Mist. Oh, den Ball hat man ja eigentlich schon. Sag, ich versuch's auch gerade so ein bisschen zu sehr zu erzwingen, weil mich so nervt, dass ich hier dieses Gegentor wieder fress. Dumme Idee von mir. Oh, ich werde, wenn er jetzt auch noch das 2-1 macht, drehe ich durch. Oh, schon wieder ein Spiel unentschieden gespielt, statt zu gewinnen. Weil ich eigentlich hätte gewinnen müssen. Oh, aber ja, es ist momentan auch einfach der Abschluss, der ein Problem ist, muss ich zugeben. Das nervt. Das nervt. Ich hatte so viele Chancen. Ich habe nur einen beschissenen Elfmeter reingemacht. Es hätte zwar noch einen Elfmeter geben müssen, aber das kann ja nicht das Ziel sein, hier über Elfmeter zu gewinnen. Mist. Egal. Es verspricht lustig zu werden, auf jeden Fall, dieses FIFA. So wie das aussieht mit diesem Abwehrverhalten. Und ja, Angriff ist auch noch interessant. Aber ich glaube, ich versuche es gerade auch ein bisschen zu sehr zu erzwingen. Versuche es einfach zu sehr über irgendwelche coolen Dribblings zu machen. Also einfach mal straightforward nach vorne spielen und sich auf die Abwehr konzentrieren ist, glaube ich, besser. Ich versuche es im nächsten Spiel besser zu machen. Schauen wir mal. Hoffentlich. Ich habe jetzt noch 5 Spiele. Es ist echt peinlich, dass ich nach 5 Spielen noch nicht aufgestiegen bin. Ich hoffe, dass ich zumindest den Titel hole und nicht nur aufsteige. Weil, oh mein Gott. Ja, wie gesagt, das hätte ja fast schon FIFA 16 Niveau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.